Hallo und willkommen zurück zu Banished. Wir haben Winter oder späten Herbst. Schnee ist schon gefallen und wir haben 6300 Nahrungsmittel im Lager. Eine sehr gute Zahl. Der kann man in Winter gehen. Hier vorne vor uns sehen wir das Rathaus, das zu bauende Rathaus. Da muss noch einiges getan werden. Ja, gar nicht mal so viel mehr. 7% an Arbeit müssen noch erledigt werden. Dann ist das fertiggestellt und dann gibt es eine ganze Reihe an weiteren Informationen für uns. Hier vorne haben wir auch bereits hier einen Ort zum Feiern, nämlich die Taverne. Der haben wir schon 28, jetzt 27 Ale. Kann man sich mit Bier versorgen. Sehr schön. Wenn der Händler dann mal kommt und Tiere mitbringt, können wir die hier vorne unterbringen. Sehr gut. Wir haben noch keine Leute, die frieren. Wir haben 591 Einheiten an eingelagertem Feuerholz. Sehr schön. Wie steht es denn um die Arbeitskräfte? Da haben wir 21 Farmer. Das sieht ganz gut aus. Ich glaube, hier ist auch einiges schon eingelagert. Hidecodes können noch ein paar mehr rein. Aber ansonsten, ja, und ein bisschen Ale. Sieht aber ganz gut aus. Hidecodes haben wir gerade nicht so viel. Da müssen noch ein paar hergestellt werden. Hier vorne haben wir ja eine Freifläche geschaffen. Da sollte eigentlich ein weiterer Förster untergebracht werden. Machen wir vorerst nicht. Eventuell werden wir dort die Stadt noch weiterentwickeln. Und den Förster dann eher, Moment, ich gehe mal ein bisschen dahin, eventuell dann hier platzieren. Aber vorher werden wir erstmal dafür sorgen müssen, dass die Förster überhaupt voll besetzt sind. 7 von 16 Holz haben wir da. Förstern haben wir da. Das lohnt sich also noch nicht so wirklich. So, Town Hall. Die Stadthalle ist fertiggestellt. Gehen wir mal ein bisschen ran. Screenshot machen. So, jetzt können wir hier ein bisschen was sehen. 21 Jahre spielen wir schon. 34 Häuser und 41 Familien. 102 Einwohner, 70 Erwachsene. Sehr schön. Das sind doch schon mal schöne Informationen. Produktion. Da kann man dann sehen, wie viel wir in diesem Jahr produzieren. Also nein, wie viel wir aktuell, also im aktuellen Jahr produzieren. Und das ist wie viel, vor wie vielen Jahren? Nee, das ist im letzten Jahr, wie viel wir benutzt haben, oder wie war das? Naja, weiß ich gerade auch nicht mehr genau, habe ich wieder vergessen. Werden wir dann aber feststellen. Inventar sehen wir hier. Ja. Erklärt sich dann auch von selbst. Time Range. 10 Jahre. Da sehen wir mal, hier gab es ein bisschen Hungersnot. Da haben wir vor allem unter den Erwachsenen und unter den Erwachsenen an Bevölkerung verloren. Ja, keine Nomaden. Okay. Sehr schön. So, unser neues Stadthaus steht also bereits. So, damit haben wir wieder Kapazitäten für neue Bauten. Und da gehen wir doch mal. Ja, Stadthaus haben wir schon gebaut, können wir nicht nochmal bauen. Wir können aber ein Krankenhaus und eine Kapelle bauen. Und ja, könnten das mal platzieren. Was haben wir denn hier? Wir haben kein Leder. Okay, ja, da brauchen wir dann die Jäger dafür. Was machen die? Ich glaube, wir könnten hier vorne noch irgendwo einen Jäger unterbringen. Wobei, das können wir natürlich auch kriegen. Also Leder können wir auch bekommen, wenn wir Rinder haben. Und Schweine, also wenn wir Tiere halten, kann man dann auch Leder produzieren. Ah, jetzt ist Frühjahr. Oder es kommt das Frühjahr, später Winter. Wir werden bauen. Kapelle. Kann man ja hier vorne am Friedhof errichten. Müssen drehen. Ja, da passt die nicht mehr hin und hier vorne auch nicht. Aber hier zum Beispiel auf der anderen Seite vom Friedhof. Oder hier unten würde sie hin. Ah, hier würde sie fast hinpassen. Müsste sie drehen. Da würde sie hingehen. Da möchte ich sie aber nicht haben. Hier oben würde auch noch eine hingehen, aber da will ich auch keine Kapelle haben. Dann vielleicht doch eher auf der anderen Seite des Flusses. Ah, Kapellen, naja.
Naja. Ich glaube dann doch eher ein Krankenhaus. Na, wisst ihr was? Wir bauen die mal. Wir bauen die Kapelle als. Ah, wobei, vielleicht doch eher noch Häuser. Steinhäuser. Wir bauen Steinhäuser. Und zwar hier. Hier bauen wir uns Steinhäuser hin. Drehen mal eben die Karte. Eins, na, eins, zwei, drei und vier. Und dazu dann den Steinweg. Den müssen wir den ziehen, ist da vorne. Und auch hier entlang. Ja, bis da. Genau. Ja, und dann kann man hier noch einen Steinweg lang bauen. Sehr gut. Und dann natürlich auch noch hier hoch. So. Sehr gut. Wir haben wenig Nahrungsmittelreserven, wird uns gesagt. Naja, gut, 2500 haben wir gerade erreicht. Das kennen wir ja bereits, dass das hier Stufe ist. Für die Nachricht. So, dann können wir noch einen Fischer, nein, einen Hunter einsetzen. Super. Und ich mache jetzt mal bei Frühjahr oder im Frühjahr hier einen Screenshot. Ah, habe ich gerade gespeichert. Ja, bei welcher Seite kann man es denn am schönsten machen, das Bild? Ich hatte jetzt hier gerade keinen Weizen. Na, machen wir mal von hier ein. Ne, da haben wir diese schönen, diese unschönen Symbole drauf. Dann mache ich das mal nicht. Na, naja. Vielleicht hier von unserer Stadt von oben. Von unserer, naja, Stadt ist vielleicht übertrieben. Von unserem Ort. Naja gut, der Händler dürfte bald mal wiederkommen. Oder irgendein Händler dürfte bald mal wiederkommen. Vor allem ein Händler mit Tieren. Aber es ist noch keiner zu sehen. Wenig Holz haben wir. Vielleicht sollten wir da unsere Farmer nochmal losschicken oder diejenigen, die gerade nichts zu tun haben. Oh, guck mal hier oben. Das sind Bohnen. Die werden dieses Jahr zum ersten Mal gezogen. Ah, und hier vorne wächst der Weizen. Das ist sehr gut. Vorne der Steinbruch wird immer tiefer. Farmer ist gestorben. Na gut, ja. Also natürlich nicht gut, aber passiert eben. So, dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn noch nicht geboten? Was brauchen wir noch? Ein Market könnten wir noch einen auf der anderen Flussseite bauen, um dann dahin den Ort zu erweitern. Aber ansonsten brauchen wir jetzt vor allem mal brauchen jetzt vor allem mal die, was soll ich sagen? Ich hab's vergessen. Naja. Wir brauchen ein paar Häuser und wir brauchen Tiere. Damit wir müssen was produzieren können. So. Amino ist erwachsen geworden. Den schicken wir zu den Farmern. Die können gerade jeden Mann gebrauchen. Und jede Frau natürlich auch. So. Schauen wir mal hier rein. Wie sieht's da aus? Da hat man Holz, aber kein Eisen. Ja gut, das Holz ist auch wahrscheinlich. Gut, die streiten sich um das Holz, denke ich mal. Aber wir haben ja hier fleißige Forester in der Nähe. Und die bekommen jetzt sogar ein Meer. Halb besetzt sind die. Na, geht doch. Halb besetzt ist schon mal gar nicht schlecht. Die lagern noch mit dem Eisen auch draußen vor der Tür, also nicht im Lager. Das muss unbedingt noch weggeräumt werden. So, ja, dann regnet's und soll ruhig weiter regnen. Na, schon wieder Farmer gestorben. Ich erwarte nach wie vor noch den Händler. Wir können mal mit der Geschwindigkeit drauf gehen.
10-fach. Komisch, wann kommt der bloß? Ah, jetzt haben wir hier Sommer. Das sieht gut aus. Aber im Sommer haben wir natürlich auch noch keinen Weizen. Und deswegen hat auch der Laden hier vorne immer noch nichts zu tun. 80 Ale hat er bereits. Wir haben wenig Steine, das ist klar. Wir bauen ja hier viele Steinwege. Genau, das können wir auch generell mal verfolgen, dass wir hier die Wege zu Steinwegen bauen oder umändern. Jetzt waren die hier so ungeschickt und haben vermutlich die Steinwege, sind die jetzt gebaut? Ja, die haben schon die Steinwege gebaut, bevor die Häuser fertig wurden. Ja, okay. Hätte man mit rechnen können. Sind auch schon direkt Leute eingezogen, sehr gut. Genau das habe ich mir auch erhofft. Dass das passiert. Sehr schön. Ja, und dann sitzen wir irgendwann hier rüber. Also es wird nicht mehr lange dauern, vielleicht schon diese Folge. Dann nochmal zwei Forester. Ach, einer nur. Ist jemand gestorben, der ersetzt wurde. Na gut. Jetzt noch zwei Häuser, dann werden wir hier hinten noch einen Markt errichten. Wobei, wenn wir hier hinten noch einen Markt errichten, wird es natürlich knapp mit dem... Wobei, nö, warum wird es knapp werden? Ah, da kommt... der Händler. Dann gehen wir mal mit der Geschwindigkeit runter. Jetzt mal auf zweifach. Und schauen, was der zu verkaufen hat. So, drück mal die Daumen, dass er Tiere dabei hat, die er verkaufen möchte. Ah, leider nicht. Ja, kann er direkt wieder abbauen. Piesiche? Nö. Nichts dabei, was wir haben wollen. Ja, der kann wieder fahren. Schade. Ah, ärgerlich. Ich hätte wirklich gerne jetzt mal Tiere. Hühner oder Rinder. Am besten wären Rinder. Was hat er? Oh, wir haben schon 1000 Feuerholz erreicht. Dann können wir hier noch ein bisschen einlagern. Wo haben wir es? Firewood. Dann machen wir da mal... machen wir da... 1000. Ein bisschen was zu tun. Wenig Nahrungsmittel haben wir. Dabei haben wir gerade Herbst. Gehen wir mit der Geschwindigkeit runter. Das dürfte jetzt interessant werden. Oh, ein schönes Gewitter. Hört sich auch richtig sehr gut an. So, wir haben weitere Arbeiter bekommen. Dann werden wir da nochmal zwei Farmer zuteilen. Wenn wir noch zwei weitere bekommen und keine Farmer sterben, dann haben wir die Farmer ja wieder voll besetzt. Ich möchte jetzt keine von den Foresters abziehen. Wobei doch ein. Ja. Ja, vielleicht doch noch ein. Ah, da wird wieder zwischengespeichert. So, noch einen abziehen und den zu den Farmern schicken. So, dann sind die Farmer jetzt voll besetzt. Und da ist irgendwie gerade noch ein weiterer Erwin, ist ein weiterer Arbeiter dazugekommen. Irving wahrscheinlich. Super. Hier oben eben der Ort, in dem wir noch fischen wollen. Sieht der richtig trostlos aus. Hier oben, wo jetzt keine Bäume mehr stehen. Okay, jetzt sieht man hier Bäume, aber da oben, das sieht richtig, richtig trostlos aus. Tagebau hier, der Steinbruch. Auch nicht besonders eine Augenweide. So, weitere Arbeiter. Super. Ab zu den Förstern. Richtig idyllisch hier. Naja, fast idyllisch, wenn hier diese Symbole nicht wären. Der hat hier nichts zu tun, weil er kein Leder hat. Dabei haben wir doch genug Jäger. Und die haben doch eigentlich auch zu tun. Hunter. Na gut, 4 von 6, da könnten wir noch 2 einstellen, aber dennoch. Jäger haben wir, ja. Wir könnten auch vielleicht hier oben noch irgendwo einen Jäger unterbringen, weil hier unten irgendwie, also hier ziehen oftmals Rehe durch. Schon sehr oft beobachtet. Ja, hier sind sie wieder. Und sie müssen ja auch nicht ständig durch den Wald ziehen. Hier sieht man nämlich gerade auch keine.
geht hier sein Einflussbereich. Na gut, dann sitzen die Rehe genau vor ihm. Ja, super. Da müsste man das vielleicht so machen, dass die direkt aneinander grenzen. Müssen aufeinander abpassen. Guck mal hier, wir haben fast 8000 Nahrungsmitteleinheiten. Da fängt es langsam an, ja, gut zu werden. Da kann man dann wirklich, kann man sich ein bisschen drauf ausruhen. Kann man dann entspannt in den Winter gehen. So, hier ist nicht mal viel Stein notwendig. Das ist auch schön. Und dann sieht es nach Ressourcen aus, die man da ernten könnte. So, weg damit. Und dann, ich glaube, dann bauen wir tatsächlich einen Marktplatz hier vorne hin. Moment. Wir haben, ja, genau. Den bauen wir dann. Ah. Das soll ja eigentlich weg. Hier einen Marktplatz hin oder dann doch eher hier unten? Vielleicht doch eher hier unten. Da haben wir den Friedhof in der Nähe. Aber hier oben haben wir auch so viele Farmer, die könnten ja. Ach, schwierig. Wir könnten auch ein paar Häuser hier oben noch hinbauen. Das heißt, könnten. Das machen wir mal einfach. Eins da, eins da. Eins da und eins da. Brauchen wir da Steinwege? Wir bauen jetzt nur noch Steinwege, habe ich jetzt beschlossen. Jo. Auf die Entwicklung der Stadt. Katharinda hat Vicent als Steinschneider ersetzt. Was mit denen? Sind die obdachlos? Die haben Obdachlose. Heißt das, dass die obdachlos sind? Ja. Gut, dass wir hier hinten Häuser bauen und dass wir hier bald eins fertig haben. Da kann dann jemand einziehen oder mindestens zwei und hier oben wird er weiter gebaut. Oh, die armen Obdachlosen hier. Ist auch bald erwachsen. Wie alt bist du jetzt gewesen? Jetzt habe ich auf das Alter nicht geachtet. Kriege ich die noch angeklickt, die Frau? Nee, leider nicht. Da ist ein 10-jähriger Schüler. Ja. Da ist ein Haus, zieht doch da ein. Kann man nicht zuweisen, leider. Naja, hier hätten wir dann. Ach, guck mal hier, haben wir auch schon einen großen Teil der benötigten Rohstoffe. Boah, das sieht echt gut aus. Das geht ja richtig fix hier vorne. Der Weg ist schon gebaut. Und den hatten wir auch schon zuvor gebaut. Ja, sehr schön. Kann man hier vorne noch eine Hütte daneben setzen oder ein Haus daneben setzen? Nein, kann man nicht. Machen wir das auch nicht, aber hier wird auf jeden Fall schon an Material einiges abgeladen. Aber noch kein Stein. Stein haben wir ja auch nicht wirklich viel. Müssen wir wieder ein paar Arbeiter reinschicken. Stonecutter. So. Und ja gut, jetzt haben wir bald wieder Frühjahr. Da können wir hier auch nicht wirklich Stein abbauen lassen. Aber wir können mal den Auftrag trotzdem mal teilen. Da diese Ecke. Mal gucken, ob man da hinkommt. Ein Fischermann ist gestorben. Fisherman, so, und ein Arbeiter hat ihn ersetzt. Sehr gut. Ja, der Friedhof hier füllt sich langsam auch. Schneller als gedacht. Schneller als gehofft. Oh gut, dafür haben wir ihn ja gebaut. So, Moment, lass dich mal anklicken. Vierjähriger läuft hier auf dem Friedhof rum, ohne Eltern. Na, okay. Ungebildet ist der. Super, gut, dann, ja, hier vorne den Platz, den wollte ich ja noch freilassen, da wollte ich irgendwas hinbauen. Irgendwas Wichtiges, Zentrales, vielleicht wollte ich da die Kapelle hinbauen.
Kann das sein? Wollte ich die hier hinbauen? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube, da wollte ich ein Krankenhaus hinbauen, oder? Auch nicht. Was wollte ich denn hinbauen? Ich weiß es nicht mehr. Wir warten aber erstmal, bis wir die Häuser hier vorne fertig haben. Können wir das da unterbringen? Dann können wir ja auch noch ein... Wo haben wir es denn gleich? Vorne haben wir das. Ja, hier so einen obdachlosen Unterkunft können wir hier bauen. Nicht in der Stadtmitte, sondern eher hier oben. Am Rand, da wo man sowas hinbaut. Oh, ein Bilder ist gestorben. Dann müssen wir den unbedingt ersetzen, sonst werden die Bauten hier nicht mehr fertig. Da nehmen wir einen Fischer weg. Und einen Sammler. Damit wir drei Bauarbeiter haben. Damit die Bauprojekte vorangehen. Die sind gerade ganz wichtig. Die werden wahrscheinlich hier gerade noch damit beschäftigt sein, die Straßen zu bauen. Und deswegen haben wir auch so wenig Steine. Ja, hier werden noch Straßen bauen. Hier noch. Naja, gut. Und dann natürlich hier vorne die Häuser. Da wird vor allem Stein hingebracht. Hier oben sehen wir schon, wie die Bohnen wachsen. Ja, sieht sehr gut aus. Oh ja, jetzt wo es regnet, sprießen die Bohnen hier richtig. Sehr schön. Was haben wir denn da vorne? Herb Limit 1000. Dann machen wir nochmal ein 10.000er Herb Limit. Also für Kräuter. Kann man nicht genug haben. Ja. Sieht doch nicht schlecht aus. Wir gehen nochmal in die Stadthalle rein. Übersicht. 38. Wohnungen, Homes, zu Hause, 38 zu Hause. Oh, 112 Einwohner. 76 Erwachsene, 21 Kinder und 15 Schüler. 99% gebildet, 95% bekleidet und denen geht's gut und froh sind sie auch. Das sieht man auch gerne. Produktion. Die sieht... Ich glaube, das ist vom letzten Jahr. Display 1 year, 2 years. Ah, genau. Da sieht man, was wir in den letzten... Was wir in 2 Jahren produziert haben. Wie viel wir in 2 Jahren gebraucht haben. So, das haben wir im letzten Jahr produziert. Und das haben wir im letzten Jahr benötigt. Deswegen haben wir einen Plus von... 3000 knapp gehabt. Da sehen wir, was wir in diesem Jahr produziert haben. Super, super, super. Und da sehen wir, wie viel wir gebraucht haben. Plus Überschuss, also mit dem Überschuss zusammen, kommen wir da zum aktuellen Stand von knapp 2800. Ja, sehr gut. Schauen wir auf das Inventar. Da haben wir eine Menge Nahrungsmittel. Weizen ist gerade ein bisschen wenig, da könnte man ein bisschen mehr gebrauchen, weil wir ja auch noch Bier herstellen. Das Ale, das finden wir da oben, genau. Hidecoats haben wir nicht besonders viele, auch nicht viel Leder. Da müssen wir noch was dran ändern. Und wie man sieht, geht die Bevölkerungszahl rauf. Aber ganz, ganz schön gewaltig geht die rauf. Maden haben wir keine und ich glaube, wir haben wieder einen Arbeiter einzuteilen. Oh, sogar zwei. Dann teilen wir mal 2 Bauarbeiter zu. Wobei, nee. Nehmen 2 Bauarbeiter weg und 2 Stonecutter. So, so wird's. So ist es sinnvoller. Ein Händler dürfte gerne mal wieder aufkreuzen. Kommt da schon einer? Leider nicht. Ich sehe keinen. Auch in der Ferne ist keiner zu erkennen. So, jetzt haben wir wieder wenig Nahrungsmittel, ja. Vielleicht schaffen wir es ja sogar mal, dass wir diese Nachricht nicht mehr bekommen. War ja auch mal nicht verkehrt. Naja, aber eigentlich interessiert uns das jetzt auch gerade nicht mehr. 2500 Nahrungsmittel. Ja, die haben wir schon wieder überschritten. Deswegen dürfte bald die Nachricht schon wieder kommen, weil wir die wieder unterschreiben werden. Schauen wir nochmal, was ein Marktplatz kosten soll. Okay, nicht allzu viel. Dann haben wir hier jetzt Leute untergebracht. Da. Weil die werden dann auch noch gefüllt werden. Okay. Wie sieht es denn hier aus mit
Forester Lodge. Also hier vorne, das kann man noch fällen. Das ist die Hunting Cabin. Forester Lodge. Was war das hier? Moment, das ist Stockpile. Ah, genau. Herbalist und Gatherers Hut. Das heißt, wir können hier also eigentlich noch eine Reihe Häuser hinbauen. Müssen wir also doch noch nicht über den Fluss. Sondern können erstmal noch Wege hier vorne. Also wir können erstmal noch... Ja, wir können jetzt hier Wege erstmal hinbauen. Einfache Wege nur zu markieren. Die Häuser sind breit, ich glaube 3. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 Felder. Und was heißt das? Ah, das ist ein Bombenweg. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 und 5. So. Und so. Das mache ich hier oben durchbinden. Und dann hier noch einen Weg durch. 9 muss er ja nur breit sein. Oder doch ein bisschen breiter. So, auf jeden Fall das hier noch durch. So, jetzt schauen wir mal. 4. 4. Das wird passen, ja. Genau. 4 und 4. Das passt auch. Sehr gut. Okay, dann sehe ich, dass wir schon wieder Überlänge produzieren werden. Wenn wir jetzt weitermachen, dann machen wir nämlich an der Stelle auch eine Pause. Läuft gerade ganz gut. Wir haben wieder ein bisschen Lebensraum geschaffen für unsere Bewohner hier. Und schauen dann mal. In der nächsten Folge wird bestimmt ein Händler kommen. Dass wir dann hoffentlich auch mal Tiere bekommen. Und dann hier oben eine große Viehzucht zu starten. Von was für einem Vieh auch immer. Gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Bitte fleißig kommentieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!